Donnerstag, 16. August. Heute steht eine Flussfahrt im Programm. Von der Mündung des Savannah River bis zum Containerterminal sind es ca. 33 Kilometer. Weil das Delta ziemlich flach ist, laufen die Bugwellen auf den neuen Sandbänken auf. Im Moment herrscht Niedrigwasser und einige Uferabschnitte liegen trocken. Das vom Schiff verdrängte Wasser läuft überall hin. Auffallend ist das flache Land. Durch auflaufende Hurrikane wird es sicher leicht unter Wasser gesetzt. Der bei der Durchfahrt von Schiffen auftretende Wasserschwell trägt die Uferböschungen ab. Das Material gelangt in die Fahrrinne, die darum immer wieder ausgebackert werden muss. Thank you.
Bei Elba Island fahren wir an den ersten Chemiewerken vorbei. In einer langen Linkskurve schwenkt die Conti Everest Richtung Savannah. Die zwei weißen Dreiecke in der Bildmitte gehören zur Schnellstraßenbrücke, die bei Savannah über den River führt. Old Fort Jackson, gebaut 1808 bis 12. Während dem amerikanischen Bürgerkrieg gehörte das Fort zum Verteidigungsdispositiv, das Savannah vor den Unionstruppen schützen sollte. In den 1970er Jahren wurde es vollständig renoviert.
Fehlen nur noch die Herren John Wayne, Lee Van Cleef, Clint Eastwood und Konsorten mit einigen Pferden und Schießeisen, dann wäre der Wilde Westen wieder perfekt beisammen. Täglich wird hier um 11 und 14 Uhr mit einer Kanone geschossen. Ein Schubschiff mit guter Übersicht. Der Blick in einen Werkhof zeigt immer interessante Dinge. Große Maschinen für große Holzschnitzelhaufen. Die Uferbefestigungen sind sanierungsbedürftig. Savannah, Marriott Riverfront Hotel und Schnellstraßenbrücke.
Das Rathaus von Savannah mit der goldenen Kuppel. Das Riverboard Georgia Queen ist ein topmodernes Schiff mit feinster Innenausstattung. Der Antrieb erfolgt über eine Schraube. Das Heckrad ist eine Imitation. Die kleine Susie King wächst ja vielleicht noch. Diese Schrägseilbrücke ersetzt seit 1991 ihre Vorgängerin. Jene war im Hinblick auf die immer größeren Schiffe zu niedrig. Die neue Brücke ist 3060 Meter lang, hat eine Spannweite von 335 Meter und einen Durchlass von 60 Metern. Sechzig Meter müssten eigentlich auch bei aufgerichtetem Mast genügen. Baumaschinen bereit für den Export. Was befindet sich wohl unter der weißen Abdeckung?
Wir erinnern uns. Auf dem Weg von Valencia nach Algeciras sahen wir ebenfalls ein Schiff von Wertung. An einer fauchenden Zellulosefabrik vorbei. Das Holz wird lastwagenpaketweise in den Schredder gefüllt. Eine staubige Angelegenheit. Die Thor Infinity mit Baujahr 2002 ist 189 Meter lang und hat eine Tragfähigkeit von 52.383 Tonnen. Registriert ist sie in Singapur. Bis die Laderäume mit diesen kleinen Greifen freigeschaufelt sind, könnte es noch dauern. Und bis das Schiff wieder blitzblank sauber ist, muss viel Wasser verspritzt werden. Der Containerterminal ist erreicht. Wir fahren an unserer Anlegestelle vorbei, denn zuerst muss das Schiff gewendet werden. Maersk Atlanta, Baujahr 2006. 300 Meter lang, 40 Meter breit, Tragfähigkeit 84.705 Tonnen.
Courage. MOL ist eine japanische Reederei. Die Courage ist 316 Meter lang, 46 Meter breit und hat eine Tragfähigkeit von 90.613 Tonnen. Ursprünglich existierten 12 baugleiche Schiffe, die zwischen 2007 und 2013 gebaut wurden. Es sind alles Post-Panamax-Schiffe, die also gerade noch durch den Panamakanal fahren können. Am 17. Juni 2013 brach eines dieser Schiffe, die MOL Comfort, in zwei Teile und sank im Arabischen Meer. Dabei gingen 1700 Container verloren. Aufgrund dieser Havarie wurden alle Schiffe der MOL-Klasse untersucht. Bei allen Schiffen wurde deren Rumpf verstärkt. Hapag-Lloyd heißt ausgeschrieben Hamburg-Amerika-Paket-Aktiengesellschaft und Norddeutscher Lloyd Bremen. Die sich früher stark konkurrierenden Firmen wurden 1970 zur Hapag-Lloyd fusioniert. Hapag-Lloyd ist die Nummer 5 im weltweiten Containergeschäft. Im oberen Hafenbereich wurde der Savannah River aufgeweitet, damit große Schiffe gedreht werden können. Die Conti Everest füllt den vorhandenen Platz voll aus. Mit dem Wenden der Conti Everest beginnt die Rückreise nach Europa. Diese drei Herren, von links der Lotse, der erste Offizier und der Captain, managen den Dreh.
Die braune Soße ist sicher auch zum Teil den Schiffsschrauben geschuldet, die den Flussboden aufwühlen. Tja, die ersten Meter Richtung Europa haben wir schon hinter uns. Bis jetzt habe ich noch keinen Containerfrachter gesehen, der so großzügige Passagierdecks aufweist wie die Conti Everest. Hapag-Lloyd ist heute ein ausgedehntes Konglomerat von zugekauften und wieder weiterverkauften Firmenteilen. Dazu gehörten zeitweise Reise- und Fluggesellschaften. Dieses Schiff gehört zur Express-Klasse, die zwischen 1999 und 2000 bei Hyundai gebaut wurden. Es ist 294 Meter lang, 32 Meter breit und hat eine Tragfähigkeit von 67.145 Tonnen. Mit einer Maschinenleistung von 54.440 PS erreicht es Maximum 24 Knoten. Ungefähr im Bereich vom O brach damals die MOL Comfort in zwei Teile.
Maersk ist, wie schon gesagt, die größte Reederei der Welt. In nächster Zeit soll es zu einer engen Zusammenarbeit mit MSC, der Nummer 2, kommen. Maersk MSC verfügen zusammen über gegen 1200 Schiffe. Nicht mitgezählt sind Charterschiffe wie die Conti Everest, die für MSC fährt. Hinten rechts ist der Wendeplatz zu sehen. Wir werden musikalisch empfangen. Hier scheint eine Reifenfabrik für den Export zu produzieren. Die Ausdehnung des Terminals ist eindrücklich.
Angesichts dieses Lastwagenverkehrs ist das absolute Verbot, dieses Gelände zu betreten, verständlich. Weil aber kein Shuttlebus vorhanden ist, kommen die Passagiere auch nicht vom Schiff weg, außer man bestellt ein nicht gerade billiges Taxi. Die Zeit zu einem Besuch in Savannah ist sowieso knapp. Dennoch, heute legen wir ab. Jetzt kann beobachtet werden, wie diese Kranbrücke rechtwinklig die Richtung ändert, nämlich indem einfach die Räder gedreht werden. Ob sie auf Kurven fahren könnte, entzieht sich meiner Kenntnis. Die Containerbrücke wird umplatziert. Thank you.
Kiste um Kiste geht von Bord. Manchmal braucht es etwas Gewalt. Thank you.
Wenn Schleppschiffe heranfahren, gibt es auf der Wasserseite bald Action. Bis es soweit ist, genießen wir noch den Sonnenuntergang. Maersk Atlanta legt ab.
auch wir werden heute Nacht Savannah verlassen.